Willkommen, liebe Zuschauer, Herrschaftszeiten, wir machen das. Ach, mein, bitteschön, würden Sie vielleicht so freundlich sein und das Solo-Instrument nehmen? Es ist ja ohne dies für Sie, meine Damen und Herren, damit Sie sich wieder ein bisschen Gedanken darüber machen können, was das für ein Instrument ist, gell? So, und jetzt darf ich gleich unsere erste Interpretin vorstellen. Sie kommt aus Rettenberg im Allgäu und ist eine Meisterin auf ihrem Instrument, auf dem Hackbrett. Grüß dich, Marita Möst. Grüß dich, Maria. Marita, du hast da den Martin Kern mitgebracht, der dich auf der Gitarre begleitet. Martin, herzlich willkommen. Du spielst schon lange Hackbrett, gell, Marita? Ja. Angefangen habe ich mit 10 Jahren auf dem Akkordeon, und zwar mit dem Papa. Und dann ist Hackbrett dazugekommen. Ja, und der Papa von der Marita ist der bekannte musizierende Lokführer vom Allgäu, der Friedrich Finkel. Und von ihm ist auch die Polka, die wir jetzt hören, beim Krattenmichl. Liebe Zuschauer, an den wunderschönen Kostümen werden Sie schon merken, dass uns jetzt etwas ganz Besonderes bevorsteht. Ich begrüße ganz herzlich bei uns Graschina Kruk und ihr polnisches Folklore-Ensemble. Graschina, Sie haben bereits in Ihrer Heimat Tanz und Gesang studiert und studieren nun in Berlin weiter, gell? Ja, ich studiere an der Hochschule der Künste Gesang und Oper. Aber Sie pflegen auch hier in Deutschland Ihre Folklore. Ja, ich liebe diese Musik, die Gesänge und Tänze und habe hier ein eigenes Ensemble gegründet. Ja, das ist großartig. Und soviel ich weiß, sind die Mitglieder alle im Beruf.
Also Sie machen das nebenberuflich? Ja, ja. Ich muss immer wieder die schönen Kostüme anschauen. Wo trägt man die in Ihrer Heimat? Diese Kostüme trägt man in der Gegend von Krakow. Aha, und heute in unserer Sendung. Und nun singen und tanzen für Sie Graschina Krug und ihr polnisches Folklore-Ensemble. Thank you.
Gitarrenduo Eva Weber-Pals und Gudrun Hoffmann hat uns von Polen wieder zurück nach Deutschland geführt. Die zwei feschen jungen Damen sind übrigens aus Schweinfurt. Und was habt ihr eben gespielt? Ein Rondo, gell? Ja, Duett Nummer 2, Opus 34 von Ferdinando Carule. Ja, und euer Alter darf man auch noch verraten. Ihr seid 15 und 17 Jahre alt und in Sachen Musik sehr aktiv. Ja, also wir sind Mitglieder im Bayerischen Jugendtupferorchester und auch im Schweinfurter Mandolinen- und Lautenchor. Mhm. Aber ihr spielt erst seit einem Jahr im Duo. Ja. Da hoffe ich, dass wir doch recht oft von euch hören. Und ich bedanke mich, dass ihr gekommen seid. So, und da haben wir noch eine junge Dame. Sie ist ebenfalls 17 Jahre alt, heißt Kerstin Lorek und ist eine echte Hanseatin. Ja, ich komme aus Hamburg. Ja, Kerstin, und du spielst mehrere Instrumente. Ja, Klavier, Gitarre und eben Akkordeon. Und auf dem Akkordeon hören wir heute ein Solo. Ja, ich habe mir gedacht, ich spiele ein Stück, in dem ich ein wenig Technik zeigen kann. Mhm. Es heißt La Campanella und Rudolf Wirtner hat es geschrieben. Ja, prima. Thank you.
Nach dem Akkordeon jetzt ein gemeinsames Musizieren. Und das Durchschlagendste ist ja immer noch eine Blasmusik. Ich möchte Ihnen jetzt einmal musikalisch sagen, aus welchen Instrumenten sich so ein Blasorchester zusammensetzt. Das sind die Flügelhörner, die spielen die Melodie. Dann schmettern die Trompeten, es geht nicht ohne sie. Spielen die Nebenstimme, was halten Sie davon? Die Waldhörne zum Beispiel bläst man nicht nur im Wald. Wie schön, wenn im Orchester ihr Halleluja schallt. Der Klang der Klarinetten, der kann so lustig sein. Dazu setzt dann noch fröhlich das Spiel der Flöten ein. Das Glockenspiel der Lyra bringt noch den Glanz hinein. Doch zu den höchsten Tönen, da fehlt noch irgendwas. Das ist mit ihrem Rhythmus die Tuba und der Bass. Zum Schluss die kleine Trommel, die große Trommel auch. Und die trägt voller Würde, der Stärkste vor dem Bauch. Dankeschön, meine Damen und Herren. Sie werden sie sicher alle erkannt haben. Die feschen Herren im grünen Rock, die Bückeburger Jäger. Und hier haben wir den musikalischen Leiter, Herrn Georg Wolf. Lieber Herr Wolf, woher kommt denn der Name Bückeburger Jäger? Unsere Tradition, die pflegen wir weiter durch das 7. Jägerbataillon. Ja. Wie lange bestehen Sie schon? 30 Jahre. 30 Jahre. Und die ganze Zeit über haben Sie im Ausland und Inland große Erfolge gefeiert. Herr Wolf, wir haben da am Anfang ein Instrument reingegeben, das Sie mitgebracht haben. Und das Publikum sollte raten, was das für ein Instrument ist. Jetzt werden wir einmal schauen, was da herausgekommen ist. Darf ich das Instrument wieder haben? Ja, vielen, vielen Dank. So, meine Damen und Herren, was glauben Sie, was das für ein Instrument ist? Was ein Horn. Und was meinen Sie? Hat noch jemand eine Meinung? Fanfare. Aha, ja, das war schon alles recht gut. Haben Sie auch noch was zu sagen? Ah ja, also wir wollen es aber ganz genau wissen. Und zwar von Ihnen, lieber Herr Wolf. Was ist das für ein Instrument? Ja, es ist eine neue Schöpfung. Und es nennt sich belgisches Jagdhorn. Ja. Wir hörten es in Belgien, es gefiel uns. Wir nahmen es mit nach Deutschland, also indirekt. Und ließen es in Deutschland nachbauen. Mhm. Nun spielen wir es auch, ja. Es ist eine Art AIDA-Trompete, hat eine Länge von 1,50 Meter, keine Windungen und auch keine Ventile. Ja, danke. Ja. Und dieses Instrument hören wir jetzt. Die Bückeburger Jäger spielen für uns den belgischen Jagdgalopp. Thank you.
Bevor die Bückeburger Jäger den Rausschmiss für uns spielen, möchte ich mich von Ihnen verabschieden, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal, führt euch gut und bleibt gesund.